Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Guide nochmal für ARK Survival Evolved, für das Osterevent. Mich haben gefühlt eine Million Fragen erreicht, weil ich eine Kleinigkeit tatsächlich vergessen habe, beim Osterevent-Video mit zu erwähnen. Ich hatte mir extra eine Notiz gemacht. Ich habe immer so ein schlaues Dokument auf dem zweiten Bildschirm offen, wo ich mir so ein paar Stichpunkte hinsetze und die mich erinnern, was ich eigentlich alles in so einem Infovideo runterbringen möchte. Und da habe ich tatsächlich diesen einen Punkt übersehen. Wie starte ich dieses schöne Osterevent auch im Singleplayer? Also zunächst mal die Frage ist damit beantwortet. Ja, es gibt es auch im Singleplayer. Es geht auf privaten Servern. Es ist jetzt auf den offiziellen Servern auch gestern gestartet. Es geht eben aber auch im Singleplayer zu starten. Das ist auch ganz simpel. Kann jeder machen. Da braucht man keine großen Kenntnisse. Man muss nur wissen, wie. Das ist halt ein wenig. Naja, ein wenig unnötig kompliziert gemacht, statt dass sie irgendwo im Hauptmenü einen Haken haben und dann das Spiel neu starten oder so, muss man das eben manuell machen. Dazu öffnet ihr Steam und geht in eure Steam-Spielebibliothek hier hin und dann habt ihr diesen Bildschirm. Unter anderem eben dann steht dort in der Liste auch ARK Survival Evolved. Ihr macht einen Rechtsklick drauf, geht unten auf Eigenschaften und anschließend im Reiter Allgemeines habt ihr unten den Punkt Startoptionen festlegen. Und da kann was drinstehen, dann könnt ihr das noch ergänzen. Ja, dann könnt ihr dahinter einfach ein Leerzeichen machen und das, was jetzt kommt, dahinter schreiben, ohne Komma, ohne sonst irgendwas. Oder ihr habt dort nichts drinstehen und dann müsst ihr nur das hier eingeben. Minus Active Event gleich Easter. Das ist eigentlich alles. Das speichert ihr mit OK ab. Ich mache das jetzt nicht, damit mein voriger Eintrag da passt. Also, minus Active Event gleich Easter, das steht auch unten nochmal in der Videobeschreibung, direkt zum Rauskopieren. Vergesst das Minus vorne nicht, ja, den Bindestrich nicht, dass ihr den mit reinkopiert. Und wenn ihr es dann startet, das Spiel, dann könnt ihr eben auch im Singleplayer die Dinos finden, die bunten und die Eier bei den Dodos und habt die Kostüme und überhaupt alles. Ich empfehle euch, solltet ihr bereits einen Spielstand haben und keinen ganz neuen Spielstand erstellen, ich empfehle euch, einen Cheat einzugeben. Auch den kopiere ich unten in die Videobeschreibung rein. Nennt sich einfach nur Cheat Destroy Wild Dinos. Das alles zusammengeschrieben, ja, zwischen Cheat und Destroy Wild Dinos ein Leerzeichen, ansonsten alles zusammen. Das respawnt einmal alle Dinos. Das kann zum Ruckler kommen, das kann sogar auch hier und da bei schwächeren Rechnern dazu führen, dass der mal ganz kurz aussteigt und man ARK neu starten muss. Aber dann sind die Dinos eben neu gespawnt und man hat auf jeden Fall eben auch die blauen Tierchen und die grünen und die gelben und ach, hast du nicht gesehen, was da alles an Farben reingekommen ist am Start und vor allen Dingen aber auch die Osterdodos, die man dann sich holen kann für die Eier. Ja, da nochmal der Tipp, ich hatte es im Infovideo, das ist auch nochmal verlinkt, schon gesagt, die Osterdodos sind nicht zu zähmen. Nehmt Grappling Hooks, schießt den Grappling Hook rein, den Dodo. Und dann fliegt ihr mit dem Dodo, dann baumelt er wie so ein Mobile an euch rum zu eurer Basis, lasst den dort in den Käfig und rumlaufen und holt die nächsten. Denkt dran, dass es Weibchen am besten Eier legen, wenn auch irgendwie ein Männchen in der Nähe ist. Und ja, dann habt ihr da eure eigene Osterdodo-Farm sozusagen. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Osterevent von ARK. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Zeit, eine schöne Osterzeit, schöne Osterfeiertage. Und ja, dann würde ich sagen, das war eines der kürzesten Videos meiner Kanalgeschichte. Aber da mich so viele Fragen erreicht haben, musste ich das jetzt einfach mal so erschlagen, ehe ich jetzt auf Facebook, Discord, Twitter, Mail, hast du nicht gesehen, überall immer wieder dasselbe schreibe. Jetzt einmal für alle. Jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt könnt ihr loslegen. Viel Spaß, ciao.